Servus, meine Freunde. Heute wird wieder gearbeitet. Ha! Also, grüße meine Freunde. Der erste Film, der Vorfilm zum Pool. Was euch die nächsten 2 Jahre beschäftigen wird. Ich habe jetzt ja schon, ich glaube, 37 Filme hochgeladen. Insgesamt werden es garantiert 50. Alle 14 Tage. Das heißt, ihr habt 2 Jahre Spaß am Poolbau. Und wer hat es erfunden? Ja, so schlimm war ich jetzt nicht, okay? Das war nur ein, wir könnten ja mal machen in Spaß. Dass da aus Spaß ernst wurde. Ach, Spaß wurde ernst und ernst schwimmt jetzt im Pool. Also, wie bist du auf die Idee gekommen? Naja, ich nicht. Aber eine Freundin von mir und ich, wir haben halt, es war nach einer Party, haben wir drüben am Berg übernachtet, sind am Morgen halt dann dahin und dann ist halt der Vater gekommen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie wir auf den Gedanken gekommen sind. Nur wegen weiteren Projekten und dass da halt in der Ecke noch Platz wäre und dass ein Pool ganz nice wäre. Ja, und dann hat er schon angefangen abzumessen. Und wir haben nur Scherze draus gemacht. Ja. Das sollte zuerst im Jacuzzi-Raum sein, aber dann hat mein Feuerwehrexperte gemeint, nö, weil wir müssen das Wasser heizen mit Holz. Oben drüben haben wir Bäume, das heißt, im Sommer heizt du dann nichts mit Holz, sonst hast du schön Waldbrand. Dann wollte ich draußen am Betonieren, da hat der Stefan gemeint, nein, draußen magst du es nicht. Erstens brauchst du ein gescheites Fundament und zweitens reißt du dir im Winter, außerdem du magst es mit Plastikeinlage. Ja, wollte ich auch nicht. Dann haben wir gesagt, wir machen einen großen Pool, für Erwachsene, 5 auf 10 Meter. Waren alle mit dabei. Allerdings bräuchte es dann bei Vermietung, haben sie gemeint, einen Bademeister, weil es zu groß ist. Gut, also haben wir gesagt, 3 Meter Rundpool. Da brauchst du nichts, da ist nichts, das kannst du machen. Gesagt, getan. Dann haben wir dann im Winter einen 3 Meter Rundpool gekauft, weil für den Sommer, das musst du im Winter vorbereiten. Und ja, schaut euch die ganzen Spaß an. Zuerst einen kleinen Pool, dann einen kleinen Vorraum, dann eine kleine Abdeckung und dann eine kleine Partyhütte drüber bauen. Ja, mittlerweile eine Festung als ein Pool. Aber. Ja, weil Wasser, das Poolwasser darf ja nicht nass werden, wenn es regnet. Und jeder sucht schon diesen dämlichen Pool auch da drunter, ja, da drunter. Auf jeden Fall haben wir einen schönen aufschiebbaren Deckel gemacht. Ja, das mit der Heizung ist noch ein wenig ein Problem. Also Poolheizung ist nicht so einfach. Ja. Und nach 2 Jahren Arbeit, ich habe es jetzt einmal zusammengerechnet, vor 14 Tagen oder knapp für 14 Tagen, wir haben jetzt 10.001 Euro verbraucht. Und die Stunden, was unten dran steht, wo ich Tage hingeschrieben habe, das sind immer 10 Stunden Arbeit. Ich denke mal, wir kommen, bis wir soweit fertig sind, auf gute 700 Stunden. Und das ist jetzt ist endlich fertig. Nein, die Poolheizung fehlt noch. Ich habe gedacht, die ist schon fertig. Nein, da fehlt noch Verschraubung, die ist undicht. Okay, wir sind immer noch nicht fertig. Und die Poolpumpe, die müssen wir noch andere nehmen, also fürs Wasser. Mhm. Also nicht die Poolpumpe, wo ihr meint, sondern die Wärmepumpe für die Poolheizung. Die gehört noch gemacht und dann sind wir eigentlich halt. Ich muss hinten noch einmal wieder. Also dauert es noch ein bisschen, bis wir fertig sind. Ja, also es werden so 50 Filme werden. Und ja. Dann sag mal, habt Spaß mit dem Teil. Also ab morgen geht es dann los. Und ich habe jetzt 2 Jahre Ruhe. mit Arbeitsfilmen. Nein, die Filme laufen natürlich weiter. Das heißt, also für mich laufen die Arbeitsfilme weiter. Aber das war jetzt auch der Grund, warum in letzter Zeit jetzt mit die Filme und keine Zeit. Und im Kerzeug gab es eben etwas Schwierigkeiten, weil eben die Hauptarbeit jetzt an dem Pool lag. Ansonsten müsste ich jetzt nichts weiter zu sagen. Ich auch nicht. Frage müsst ihr unten reinschreiben. Ja, ja. Wenn die Madame mal wieder Lust hat, werden wir dann auch wieder mal so Frage-Antwort machen. Aber die nächsten 14 Tage nicht! Aber dann sollte man das hoffentlich schon wieder angreifen, oder? Verzweifelter Schluck aus der Teekanne. Tasse.
Taniki. Immer schon. Also mal schauen. Also bis dann. Ja. Bleibt dran, schaut es euch morgen selber an. Ah ja, und am besten die Werbung bis zum Schluss anschauen und unten könnt ihr dann auch das Zeug suchen und buchen. Liken, abonnieren. Ach so, gut. Also, servus! Also, servus. Zufrieden? Ja.